Oh Gott, ey. Ich bin schon wieder richtig leise. Ich bin richtig konzentriert dabei. Ich habe Angst. Und willkommen zurück, Eklan Lubis. Bei mir, Lubius LP. Ja, es geht weiter mit Among the Sleep. In der letzten Folge habe ich ein bisschen was zu meinem Outro und Intro erzählt. Aber das gehört ja gar nicht zum Spiel, denn ich habe die letzten restlichen Eulen gesucht und gefunden. Und ja, wir sind ein bisschen durch die Röhren gerutscht, haben noch das andere, den anderen Schlüssel so gesehen gefunden. Und zwar hoch. Und zwar war die Spieluhr. Oder, ja. Und jetzt machen wir uns weiter, um den nächsten zu finden. Und es wird immer gruseliger. Ja, ich würde hier gern auch rauskommen, Teddy, aber wir müssen hier durch. Es gibt kein Zurück. Wir kriegen das auf die Reihe. Denn ich bin da mit fest entschlossen. Das kriegen wir auf die Reihe. So, komme ich da ran? Müssen wir da ran? Wie es aussieht, nicht. Deswegen können wir auch weiter hier lang gehen. Und in der letzten Folge war ich schon so angespannt in dem Wald. Und das macht's noch viel schlimmerer. Hier sind Bäume drin? Ernsthaft? Hallo? What the fuck? What the fuck? Was ist denn das? Okay. Jetzt kriege ich die übelst harte, übelst mega harte Gänsehaut. Die macht mich schon irgendwie ein bisschen fertig. Was ist? Puzzleteile? Ist das jetzt ein Puzzle, was ich zusammenbasteln soll? Soll ich Teile finden? Wie es aussieht, soll ich Teile finden? Die Frage ist nur, wie ich darüber komme. Also das ist schon mal eine Möglichkeit. Da bin ich mir zwar nicht so sicher, ob das hier die gute Möglichkeit ist. Aber eine von vielen ist das schon mal. Ich glaube, manchmal stelle ich mich auch ein bisschen blöd an. Ich weiß es gar nicht. Wo genau? Ah, okay. Die soll ich also hier suchen, die Puzzleteile? Soll ich dazu auch nochmal zurücklaufen, oder? Wie soll ich das anstellen? Warte mal. Ich setze am besten mal das Puzzleteil schon mal hier hin. Das kommt ja hier hin. Ja, siehst du? Leute, hätte ich jetzt das Puzzleteil nicht dahin gesetzt, dann hätte ich das hier erst gar nicht freigeschaltet. Was ist das? Im Ernst jetzt? Wollt ihr mich quälen? Wollt ihr das Blut aus meinen Augen herausquetschen? Das Blut in meinen Augen, genau. Ich werde mich einkacken. Das habe ich schon letztes Mal gesagt und da wiederhole ich mich auch gerne wieder. Denn ich habe die übelste Gänsehaut. Ich habe noch nicht mal hier richtige Jumpscares drin und ich habe trotzdem Schiss wie so ein kleiner Junge. Das ist heftig. Das ist mega heftig. Okay. Machen wir uns nicht draus, machen wir uns nichts draus, wir gehen weiter. Hallo? Oh Gott, ey. Ich bin schon wieder richtig leise. Ich bin richtig konzentriert dabei.
Ich habe Angst. Ich werde mich gleich so einscheißen. Ich wette mit euch, ich werde mich gleich richtig einkacken. Wie kann man mit einem Zweijährigen nur so eine Scheiße machen? Und was sind das bitte schön für Stühle? Solche Stühle gibt's doch gar nicht. Schnell weg aus diesem Sumpf. Gebiet. Ich hab dich gehört, du halber Hahn. Oh Gott. Okay. Ja. Sing das Lagerfeuerlied. Das Lager-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Also singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Geh weg! Alter, im Ernst, was ist das für eine Zeichnung? Was ist das für eine Zeichnung? Ich habe Angst. Gänsehaut pur, Gänsehaut Feeling, Gänsehaut pur, Gänsehaut enden. Ich gehe mal davon aus, mit dem Kind kann ich eh nicht weglaufen. Also wird das ein kurzer Jumpscare werden. Ich werde mich kurz einkacken. Und ja. Dann geht's so weiter, gehe ich mal von aus. Was ist hier drin? Puppen, Puppen, Puppen. Nichts als Puppen. Okay. Ja, okay. Habe ich auch mal gesehen, dass Löcher in der Decke sind? Ach so. Okay. So geht's auch. Jetzt wird das ein Krabbelspielchen. Ah. Jetzt sind wir hier wieder, oder was? Ja, ich denke mal, das ist eine andere Stelle. Es ist natürlich ein bisschen verbuggt, aber das Gruselige ist trotzdem noch dabei. Ich denke mal, das ist meine böse Mutti, die mich haben möchte. Aber. Wenn sowas von mir will, wird sie schon kommen. Was für ein Gesicht soll das da darstellen? Leute, wir müssen jetzt nochmal durch so ein Gedöns-Level durch. Och Mann, ich glaube, da passiert's dann gleich. Da wird mich das Spiel richtig zerfetzen. Oh ja. Aber Leute, bevor wir da reingehen, beende ich die Aufnahme, weil ich muss nämlich jetzt noch ins Bett und ja, die Videos werde ich dann morgen schneiden. Und ja, vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und schreibt konstruktive Kritik unten in die Kommentare. Ja, lasst euch aus in den Kommentaren zu meinen Let's Plays. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und ja, bis morgen. Ciao.